Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2. Und wir haben den Mercedes Actros MP1 Truck of the Year 97. Ist schon eine Weile her und ja, 57, also 1857. Scheint wohl, dass wir ordentlich PS hier unter der Haube haben. Ja, ihr wolltet diesen LKW unbedingt noch sehen. Wir haben ja den MP2 und MP3 natürlich auch schon hier vorgestellt. Und dann fehlt natürlich noch der MP1. Okay, wo gehen wir hin? Natürlich zu Mercedes und schauen uns mal an, wie wir da eventuell was machen können am LKW. Und da ist er. Hier ist er. Und jetzt werden wir ihn umändern. Und wir hatten ja beim letzten Mal eine Kleinigkeit. Und zwar war das der MP1, der hier noch so einen Fehler hatte, also ein paar Fehler. Diese ganzen Anzeigen, die hier oben in dieser Leiste sind, dass die halt irgendwie auf der Scheibe ja dargestellt wurden. Und ja, ich sehe keine mehr. Ich glaube, das war das hier in der 1.27, also der MP1. Könnt ihr aber gerne nochmal die alten Videos angucken, ne? Gibt ja extra eine Playlist für alle ja, Mod-Vorstellungen vom ETS und ATS. So, natürlich, jetzt kommen wir richtig zum Führerhaus. Da gibt es nur eins und Fahrwerk gibt es auch nur eins. Dann sind wir bei den Motoren. Dann zoome ich natürlich hier in die Nähe rein. Und zwar 312 und es ändert sich. Yes. Und es ist genial. Und ab der 476 PS-Zahl haben wir auch noch dieses zusätzliche V8. Dass die anderen gleich merken, wow, da kommt der Maximus. Aber ich denke mal, der wird so in der, also der 43, 46, das wird wahrscheinlich mit am häufigsten ja, ausgeliefert worden sein. Und ja, ich habe erstmal das teuerste genommen. Wir haben auch die Möglichkeit, 12 bis 16 Gang Getriebe. Hier am Inneren können wir nichts machen. Ja, schöne Massagesessel, ne? Und dann gehen wir mal weiter an den Farben. Sehr, sehr viel Blau. Und ihr könnt ja gerne in den Kommentaren reinschreiben, falls ich mit diesem LKW eine Tour mache. Wo wollen wir machen? Frankreich oder eventuell Richtung Schweden? Oder vielleicht Russland? Das Orange finde ich eigentlich ganz passend zu dem LKW. Muss ich wirklich sagen. Hier so ein dunkles Rot. Das ist jetzt keine Firmenlackierung, die ich jetzt hier irgendwo habe. Hier sind noch angepasste Metallic-Lackierungen. Ich habe mich aber, wie gesagt, für so ein Gelb entschieden. Wir machen mal hier und so ein Mausgrau und dann gehen wir doch mal hin zu den Reifen. Hier 50K. Glaube, das ist derjenige, der auch bei SCS Software jetzt arbeitet, der diesen ja, DAF gebaut hat. Vielleicht liege ich da auch falsch. Ihr wisst ja, man kann nicht alles wissen. Ne? So, aber wir haben aber auch hier schön, ihr seht es, Felgen. Das sieht auch richtig nice aus. Ja, könnte ich natürlich hier noch irgendwas drauf machen, aber dann hauen die ganzen Reifen nicht hin. Würde ich jetzt, wie gesagt, nicht machen. Wir gehen wieder zurück, machen die Standardbereifung. Und da seht ihr was. Wir können nicht mehr zurück auf die Standardbereifung, weil wir müssen wahrscheinlich erstmal wieder zu den einzelnen Felgen wieder zurück. Ja, entfernen. Also jetzt probieren wir gerade noch ein bisschen aus. Ja, jetzt haben wir wieder... Also, es ist auf jeden Fall so abgestimmt, dass das Spiel nicht abstürzt. Und das ist auf jeden Fall cool. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das hatten wir beim letzten auch. Ja, schön. Wie gesagt, es ist, hier werden nur Nuancen gemacht, dass es halt in der aktuellen Version läuft. So, beim letzten Mal habe ich ja gesagt, da ist Pipi drinne. Aber ich musste mir sagen, wenn manchmal so ein weißer Tank dran ist, dann ist das Wasser. Der Fahrer braucht auch natürlich ein bisschen Wasser. So, wir haben entweder ganz schwarz oder zum Teil lackiert oder komplett lackiert. Und hier noch ein bisschen Rahmen. Muss dann quasi jeder für sich selber ausmachen. Hier, das ist jetzt nicht so mein Fall. Kann man, wie gesagt, selber aussuchen. Hier diese Streifen bin ich auch jetzt nicht so ein Fall oder so ein Freund davon. Wir machen es mal lackiert. Wir können natürlich auch wieder so ein Schutzgitter ranmachen. Für alle, die es mögen, dann halt richtig lackiert. Aber was mir auf jeden Fall auffällt, ihr seht, dass hier es wesentlich anders aussieht. Ne? Wir könnten jetzt mal probieren aus einer... Ja, das ist noch nicht so hundertprozentig abgemischt. Ah, das geht noch.
Wir machen mal ganz normale Farben und da fällt es jetzt nicht ganz so oft. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, angepasster. Ja, also ich hoffe, das konntet ihr jetzt so sehen. Das geht eigentlich auch. Aber jetzt bei den Grau, das sind schon unterschiedliche Farbnuancen. Machen wir mal wieder dieses dunkle Gelb, schon fast ins Orange rein. Und jetzt gucken wir mal. Ja, könnte ich jetzt auch andere Lichter machen, aber passt nicht. Nee, will ich nicht. Dann haben wir die Möglichkeit, gerade das finde ich ja schön, wenn man wirklich in einem anderen Land unterwegs ist, man sagt jetzt so, oh ja, ich komme aus den Niederlande oder ja, was auch immer das für Nummernschilder sind. Es gibt auch Deutschland, also keine Angst. Ja, Deutschland ist, glaube ich, das hier. Ne? Man hat hier, wo ist der Fehler? Ja, wo ist der Fehler? Mal sehen, ob der eine oder andere es verstanden hat. So, und ja, wir machen natürlich, weil wir uns brüsten wollen mit dem Truck of the Year 97, ne, machen wir da noch was hin. Ja, so ein. Nee, es ist ein schönes Gimmick, aber nee, will ich jetzt nicht haben. Hier könnte ich noch ein paar Lichter ranbauen. Hier unten gibt es noch so einen großen, aber das sieht irgendwie doof aus. Hier an der Seite macht es auf jeden Fall Sinn. Zum Tritt, ja, wenn man jetzt hier so rein möchte im LKW. Aber das hier, nee, muss nicht sein. So, SISL bei Steam Workshop. Ne? Dann könnt ihr da das reinmachen oder ihr macht das hier. So, genau. Und das hier passt ja zur gelben Farbe. Das ist jetzt der Tank hier hinten, entweder in Silber oder in halt in Rot. Hier hinten ist, glaube ich, nichts weiter. Man muss immer wieder so ein bisschen mit der Maus hin und her wackeln. Vielleicht gibt sich da noch mal eine ja, andere Version. Ja, das Gelb ist noch ein bisschen kräftiger. So, vorne haben wir eigentlich alles gemacht. Das kann ich auch komplett lackiert machen, aber ja, hier finde ich aber so irgendwie interessanter. Ne? So. Flaggen ran, wollen wir nicht. Luftschuft oder Fenster, Windabweiser, besser gesagt, lackiert. Und hier wollen wir nochmal. Ach, hier, die Decken hinten. Na, dann passt ja das hier, ne? Zu diesen Kugeln da. So, auch hier können wir nochmal den LKW noch ein bisschen weiter aufwerten. Das ist hier hinten so eine Gardine, okay. Hier ist noch so ein Licht, ja, braucht man nicht. Und hier hinten, so eine, dass nicht jeder unser unaufgeräumtes Bett sieht, kann man hier noch mal so ein Hippie-Sachen ranmachen. So, man kann das so und selber noch irgendwie was gestalten, wenn man das möchte. Ne? Auf der anderen Seite. Und dann könnte man hier noch so ein paar schöne Michelin-Männchen drauf und dann hier nochmal zwei Lampen. So, gehen wir mal kurz rein. Für mich ja immer wichtig ist die Edeltraut am Start und sie ist da. Edeltraut und unsere kleine Katze, ihr wisst schon, wie sie heißt, ist hier. Das steht hier, welcher Mod das ist. Und ja, setzen wir mal kleine Sachen hier hin. Ne? Gut, hier Navi. Könnt ihr auch noch ein Navi reinmachen und doppelt hält besser. Weil Maximus verfährt sich ja immer gerne. Ja, Gardine. Für diejenigen, die es mögen. Ui, nee, das sieht nicht gut aus. Hier oben. Ja. Ein paar andere Farben. Am Lenkrad kann ich nichts ändern. Schade eigentlich. Aber im Grunde genommen haben wir so gut wie alles abgehandelt. So, das ist der LKW. Schickes Gefährt, muss ich ehrlich sagen. Schön, schön. Und dann werden wir jetzt ganz kurz nochmal durch die Gegend fahren. Hier durch Russland. Okay. Gehen raus und fahren. Machen erstmal den Motor an. Ja, Blinker, funktioniert alles. Gehen wir mal nach innen. Der sitzt da, als wenn er gerade ja, auf dem Klo sitzt, aber es macht nichts. Oh jo.
Ja, muss ab und zu mal ein bisschen drauf gucken, weil manche Anzeigen gingen ja dann nicht. Schön, okay. Ja, der Zaun könnte wahrscheinlich vom anderen LKW stammen. Habt ihr vielleicht recht? So, jetzt lässt mich hier keiner durch, oder was? Himmel, Arsch und Zwirn. Komm. Oh, herrlich. Schönes Gefährt. Wir fahren jetzt auch bei Rot drüber. Das ist jetzt völlig egal. Wir wollen ja zurechtkommen. Und ich habe kein Lenkrad angeschlossen, weil... Oh. Den Franzosen ich wegschicken musste. Ach, herrlich. Wirklich cooles Gefährt. Ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, was jetzt so große Unterschiede zwischen den MP1 und MP2 ist. Könnt ihr aber gerne in den Kommentaren mal reinschreiben. Würde mich mal interessieren. Ich denke mal, das reicht jetzt hier. Und wir machen an dieser Stelle einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.